Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie und euch ganz herzlich zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern. Quasi modo geniti, so heißt dieser Sonntag von alters her. Übersetzt aus dem Lateinischen wie Neugeborene. Ostern steht für den totalen Neuanfang, für das neue Fundament, auf dem wir unser Leben gründen, in einer Welt, die allzu sehr zu wanken scheint. Darum soll es heute gehen in diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen. Die heutige Lesung ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da sich die Jünger versammelt hatten und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der zwölf einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, dass ich in seinen Händen sehe die Nägel male und lege meinen Finger in die Nägel male und lege meine Hand in seine Seite, will ich es nicht glauben. Und über acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Derweil du mich gesehen hast, Thomas, glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, die Botschaft von Ostern, von deiner alles erneuernden Kraft, trifft bei vielen von uns eine große Sehnsucht. Die Sehnsucht, endlich ausbrechen zu können aus festgefahrenen Lebensmustern, anders reagieren zu können auf Herausforderungen und Krisen und Gelassenheit und Freude zu gewinnen. Andere möchten dagegen gar nichts verändern, sind zufrieden mit dem, wie es ist. Sie fürchten alles Neue mehr als das vertraute Leiden. Und dann sind da die Zweifel, wie bei Thomas. Kann es denn wahr sein? Du, Gott, weißt, was wir brauchen, damit unser Leben nicht erstarrt. Öffne uns für dein gutes Wort und bewege uns im Einklang mit deinem Willen. Amen. Es ist anstrengend, wenn man keinen festen Stand hat. Und es macht Angst. Man kann nichts in den Blick nehmen und zielstrebig ansteuern. Man hat genug mit sich selbst zu tun und damit auf den Beinen zu bleiben. Bevor wir neue Schritte wagen, käme es darauf an, sicheren Stand zu gewinnen. Nur wer seinen Standpunkt hat, kann etwas bewirken und auf andere segensreich wirken. Manchmal stehen wir auf wackeligem Boden. Uns gleitet der Boden unter den Füßen weg. Dann ist es gut, wenn uns jemand anderes Halt gibt und uns stützt. Corona hat die ganze Welt ins Wanken gebracht. Manche verlieren in dieser extremen Situation ihren inneren Kompass. Sie verlieren den Blick dafür, was notwendig ist und dem Leben dient. Jesus nennt ein Beispiel. Um ein sicheres und standfestes Haus zu bauen, braucht man zuerst ein festes Fundament. Ein Haus, das nur auf Sand gebaut ist, gibt beim ersten Sturm nach. Das Haus, das auf Felsen gebaut ist, hält den Stürmen des Lebens stand. Ein solches Fundament ist für viele Menschen der Glaube. Auch ein Baum übersteht alle Stürme und Wetterextreme. Dank seiner großflächig und tief verzweigten Wurzeln im Inneren der Erde. Das Entscheidende am Baum ist für uns nicht zu sehen. Über seine Wurzeln ist jeder Baum tief mit der Erde verbunden und saugt seine Lebensenergie aus dem Erdinneren, der Quelle des Lebens. Für uns Menschen sind stabile Wurzeln genauso wichtig wie für einen Baum. Gut geerdet zu sein, lässt dich aufrecht und stabil stehen, schenkt dir Lebenskraft und Sicherheit. Im ersten Psalm der Bibel heißt es: Glücklich ist der Mensch, der sich freut über die Weisung des Herrn. Er gleicht einem Baum, der im Wasser gepflanzt ist.
Er trägt Früchte zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Liebe Gemeinde, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, bekennt der Apostel Paulus: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Liebe Gemeinde, festen Grund unter den Füßen zu haben, ist mir persönlich wichtig. Ich bin keine Wasserratte. Ich denke, wenn Gott gewollt hätte, dass ich vornehmlich schwimme, hätte er mir sicher auch Schwimmhäute geschenkt. Nach einem Flug bin ich froh, wenn ich mit der Landung wieder festen Boden unter den Füßen habe. Und wilde Fahrgeschäfte auf der Kirmes verschaffen mir wenig Vergnügen. Im Gegenteil, anschließend vor Schwindel zu taumeln, finde ich unangenehm und bedrohlich. Aber, liebe Gemeinde, es gibt natürlich noch ganz andere Erfahrungen, die uns den Boden unter den Füßen wegreißen. Viele von uns haben es bereits erlebt. Wenn man von einem schweren Unfall erfährt, oder die Nachricht vom Tod eines nahen Angehörigen, dann scheint die Welt stillzustehen. Wenn man unter einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet und dann die endgültige Diagnose erhält, wie etwa die Information über eine Krebserkrankung, die sich ohne erkennbare Vorzeichen eingeschlichen hat. In solchen Situationen bricht für einen die Welt zusammen. Alles, was zuvor noch wahr und wichtig erschien, ist jetzt alles andere als selbstverständlich und gerät ins Wanken. Es geht um das Fundament, welches unser Leben trägt. Was ist das für Sie persönlich? Ich denke, wir Menschen bauen auf die verschiedensten Grundlagen für unser Leben. Jeder sucht und baut sich das Fundament,
bei dem er denkt, das ist stabil, das trägt. Viele vertrauen auf das Fundament Wohlstand. Wenn ich viel Geld habe, sagen sie, dann fühle ich mich sicher, wenn mal irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren. Andere setzen auf das Fundament Bildung. Das Wichtigste ist eine gute Schul- und Berufsausbildung, sagen sie. Das ist eine Basis, auf der man gut aufbauen kann. Die Nächsten vertrauen vielleicht auf die Work-Life-Balance. Sie wollen Arbeit und Privatleben in einen guten Einklang bringen. Wieder andere schließlich setzen auf Gesundheit. Sie achten auf gesunde Ernährung, treiben viel Sport, schlucken Vitaminpräparate oder machen eine Diät nach der anderen. Die Gesundheit ist doch das Wichtigste. Das ist ihr Credo. Irgendwie erscheinen mir persönlich alle vier Fundamente schon wichtig. Die Frage ist nur, wie tragfähig sind diese Fundamente, wenn es mal hart auf hart kommt? Wir merken, dass wir dann mit unseren Sorgen und unserer Vorsorge schnell am Ende sind. Der Apostel Paulus sagt, es gibt ein tragfähiges Fundament, das ist bereits gelegt. Das müssen wir nicht mehr machen, dafür müssen wir uns nicht mehr mühen. Dieses Fundament fürs Leben ist bereits gegeben. Es heißt Jesus Christus. Gott selbst hat dieses Fundament gelegt, als er in Jesus Christus Mensch wurde, um uns Menschen klarzumachen, ich habe euch lieb, jeden Einzelnen, so wie ihr seid. Diese Liebe ist der größte Reichtum, den wir haben. Gott hat das Fundament gelegt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Schuld zu vergeben, die wir immer noch auf uns laden. Gott hat das Fundament gelegt, als Jesus an Ostern den Tod besiegt hat, damit auch wir ewig leben dürfen. Der auferstandene Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er verspricht uns, dass er uns niemals allein lässt, dass er immer in Rufweite ist und ein offenes Ohr für uns hat. Ein besseres Fundament für unser Leben, eine stabilere Grundlage können wir nirgends finden. Bis sie das erfuhren, mussten die ersten Anhängerinnen und Anhänger Jesu einige schlimme Erschütterungen durchleben. Auch ihnen wurde nämlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Mit Jesu Tod am Kreuz waren für sie alle Träume und Perspektiven wie eine riesige Seifenblase zerplatzt. Ihr gerade neu gewonnenes Weltbild als Jünger Jesu fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Erschütterungen. Ist uns eigentlich bewusst, dass es in der Passions- und Ostergeschichte Jesu ordentlich scheppert? Zweimal ist dort von Erdbeben die Rede. Als Jesus stirbt, am Kreuz von Golgatha heißt es in Matthäus 27, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und als die Frauen am Ostermorgen am Grab Jesu erscheinen, heißt es, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Ja, das Erste, was wir von Ostern in der Bibel lesen, ist tatsächlich ein heftiges Erdbeben mit großer Wirkung. Vers 4,
Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Ich finde es wichtig, das sich noch einmal vor Augen zu führen. Ostern ist mehr als ein hoppelnder Hase, der Eier versteckt. Ostern ist etwas ganz Großes. Ostern geht es um alles. Ostern ist der Urknall der Hoffnung, der alles verändert. Undenkbar, dass diese Veränderung leise und unbemerkt über die Bühne geht. In der Auferstehung Jesu tritt inmitten des Todes eine unsterbliche, gewaltige Liebe zutage, die sich menschlich nicht zügeln und bändigen lässt, weil sie göttlichen Ursprungs ist. Das Erdbeben, von dem wir im Evangelium lesen, steht für die göttliche Erschütterung des Todes, die alle bisherigen Gesetze der Natur über den Haufen wirft. Ostern ist der Urknall der Hoffnung. Von dieser Wirkung darf am Ende auch Thomas erfahren. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Und das beeindruckt mich auch sehr, dass Jesus so viel Verständnis zeigt für die Zweifel des Thomas. Er zeigt ihm bereitwillig seine Wunden von der Kreuzigung. Er erfüllt ihm den Wunsch nach greifbaren Beweisen. Aber er sagt zugleich: Jetzt glaubst du, weil du mich gesehen hast und weil du mich berühren konntest. Und das habe ich dir gerne gewährt. Aber auf Dauer hilft das nicht. Wirklich tragfähig ist dein Glaube nur dann, wenn er nicht mehr die äußere Bestätigung benötigt. Noch immer hängst du an dem, was du siehst, was du erfährst, was du verstehst, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn du wirklich glauben willst, dann musst du noch einen entscheidenden Schritt mehr tun. Wage den Sprung ins Nichtsehen, den Sprung in das Leben, in die Zukunft, die vor dir liegt wie ein weites Land und die dir Gott bereitet und vielleicht ganz und gar anderes bringen wird, als du bisher kennst und erwartest. Vertraust du mir trotzdem? So fragt Jesus Thomas. Und so fragt er auch uns heute, sagen wir ja. Denn gelebter Glaube befreit und stärkt in jeder Beziehung. Und er ist gerade heute in unserer Zeit dringend nötig und brennend aktuell. Wie und wo wird dieser fundamentale Osterglaube konkret? Gefragt ist im Osterlicht Jesu praktische Nächstenliebe und Solidarität. Wir haben es gerade wieder erfahren in unserer Gemeinde, dass eine Familie von der Nachricht über eine Leukämieerkrankung erschüttert wird. Von Herzen gilt ihnen unser Mitgefühl und unsere Fürbitte. Und es ist zudem ein wertvolles Zeichen der Solidarität, dass nun derzeit überall dazu aufgerufen wird, sich als möglicher Stammzellspender registrieren zu lassen. Jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 55 Jahren sollte das bitte wirklich tun, falls noch nicht geschehen. Es ist so einfach, das geht sogar per Post über die DKMS. Mund auf gegen Blutkrebs, Stäbchen rein, Spender sein. Eine Erschütterung, die uns alle betrifft und nun bereits seit über einem Jahr unseren Boden heftig wanken lässt, ist die Corona-Pandemie. Man mag es ja schon gar nicht mehr hören. Sorgen um die eigene Gesundheit oder die der Lieben, Angst und Unsicherheit, wirtschaftliche Sorgen um die eigene Existenz und den Beruf, das starke Gefühl von Einsamkeit. All das hat uns fest im Griff. Wir sehnen uns nach Normalität, nach dem beginnenden Exit,
nach der stufenweisen Rückkehr in den Alltag. Für viele ist es völlig unbegreiflich, dass wir in solch eine ausweglose und ohnmächtige Lage kommen konnten. Menschliches Leben, menschliches Können ist und bleibt bei aller herausragenden Kompetenz, die uns gegeben ist, immer endlich, begrenzt und vergänglich. Das erfahren wir derzeit. Übrigens begrenzt ist auch die Kompetenz unserer Entscheidungsträger. Die haben sicher Fehler gemacht, aber mich persönlich bedrückt die schlechte Stimmung, die schwindende Solidarität mit den Schwachen und das mangelnde Vertrauen im Land. Wie soll man es denn machen? Virologen und Ärzte fordern eine weitere Verringerung von Kontakten, einen härteren Shutdown. Sie wollen, und im Grunde doch wir alle, gut durch die Krise kommen, mit möglichst wenigen Opfern und die Krankenhäuser und das Personal schützen. Da sind aber auch die Psychologen, Kinderärzte und Pädagogen, die warnen vor den enormen Kollateralschäden, besonders bei den Kindern. Also Schulen und Kitas doch auf jeden Fall nicht schließen. Oder da sind die Vertreter von einzelnen Branchen, die ganz besonders leiden unter dem langen Shutdown. Das geht doch so nicht weiter, da sind wir uns einig. Also wenigstens zum Beispiel Außengastronomie und Theater- und Konzertsäle mit begrenzten Besucherzahlen doch endlich und sofort öffnen. Die Epidemiologen schließlich stellen Rechenexempel an, wie es in zwei oder mehr Wochen aussehen wird. Wenn darauf aber konsequent reagiert wird, lautet am Ende die Kritik, die Maßnahmen wären ja völlig übertrieben gewesen. Dabei haben Sie gerade das Schlimmste verhindert. Und dann haben wir schließlich noch eine Gesamtsituation, wo man nicht einfach sagen kann, dann wählen wir eben die goldene Mitte. Denn die Fallzahlen können schnell mal aus dem Ruder laufen. Stichwort exponentielles Wachstum. Deshalb soll und muss auch regional reagiert werden. Aber dann heißt es wieder, es ist überall anders, da blickt ja keiner mehr durch. Liebe Gemeinde, auf diesem enorm schwankenden Boden kann wohl niemand erfolgreich arbeiten und entscheiden. Liebe Gemeinde, seit Ostern, durch Ostern, haben wir festen Grund. Diesem festen Grund darf ich immer vertrauen, besonders in Situationen, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und Stürme des Lebens mich bedrohen. Auf diesem festen Grund darf ich mich fühlen als Getragener und gleichzeitig spüre ich die Ermutigung, auch Tragender für andere zu sein. Gibt es mehr zu sagen? Müssen wir mehr wissen? Auf diesen Grund wollen wir unser Leben gründen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Amen.
Es starb und wurde in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt, Herr Bernhard Brenner. Herr Brenner durfte das gesegnete Alter von 100 Jahren erreichen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir bitten dich für die trauernde Familie, für die Angehörigen von Bernhard Brenner, besonders für seine Ehefrau. Schenke ihnen Trost und Kraft in dieser dunklen Zeit. Wir dürfen es hören, dass der Tod nicht das Letzte ist. Du hast uns durch Jesus Christus zu einer lebendigen Hoffnung über dieses Leben hinaus berufen. Wir bitten dich, dass wir dies im Glauben ergreifen und das Ziel unseres Lebens erreichen. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle Familien in Not, in unserer Gemeinde, in dieser Zeit und darüber hinaus, wo eine schwere Krankheit oder andere Sorgen die Welt ins Wanken bringen, da schenke du Halt und Zuversicht, dass das Licht von Ostern auch ihr Dunkel erhellt. Gott, wir danken dir, dass du durch Ostern mitten im Sturm und gegen alle Angst Vertrauen und Geborgenheit schenkst. So bitten wir dich in dieser Zeit besonders für alle von einer Corona-Infektion Betroffene. Bewahre sie, schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen. Gib allen Kraft, die angesichts der Bedrohung durch das Coronavirus wesentliche Entscheidungen zu treffen haben, dass sie diese in deinem Sinne für die Menschen fällen. Stärke die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die an jedem neuen Tag vor großen Herausforderungen stehen. Wir bitten dich, dämme das Virus ein, befreie die Welt von dieser Last. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich weise hin auf die Kollekte. Sie ist heute bestimmt für die Suchtberatung des evangelisch-reformierten diakonischen Werkes unseres Synodalverbandes. Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Das diakonische Werk in Nordhorn berät und begleitet Hilfebedürftige. Die Betroffenen werden beim Beenden des Suchtkreislaufes unterstützt durch ambulante Therapie und durch die Vermittlung in eine stationäre Therapie. Im Bereich der Prävention gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen. Besonders hier ist die Refinanzierung unzureichend. Deshalb erbitten wir heute diese Kollekte. Die Kontodaten finden Sie am Ende des Videos. Herzliche Empfehlung.
Am heutigen Sonntag um 11 Uhr findet eine Tauffeier in unserer Kirche statt. Wie es am kommenden Sonntag mit dem Gottesdienst weitergeht, entscheidet der Kirchenrat am Montag per Videokonferenz. In jedem Fall wird es aber am kommenden Sonntag einen Videogottesdienst geben, der von Pastor Bernd Rothers gestaltet wird. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und erholsamen Sonntag. Wir wollen Gott nun um seinen Frieden bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.